Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme vom Akras 3 LTC-Projekt hier mit der lieben Jenny. Hallo, meine lieben Freunde, mit dem lieben Seller Hans. Hallöchen. So, also letztes Mal habe ich gemerkt, ich bin zu doof, Bienen zu züchten. Nein, danke. Nee, also die Biene kommt hier nicht klar, weil die halt eine falsche Umgebung hat. Das heißt, ich muss einen Bierleiser bauen. Das ist nicht sogar eine Quest. Bees and Trees. Egal, baue ich einfach erstmal den Bierleiser. So, dafür brauchen wir einen Carpenter. Ich habe das Gefühl, die Musik ist etwas sehr laut. Ach stimmt, ich wollte die eigentlich auch noch leiser stellen, seit zwei Folgen. Egal. Ja, haben wir glaube ich nicht, leider, oder? Carpenter, ja. Dann brauche ich einen Diamant, wo wir übrigens nur ganz knapp Plus machen, scheinbar. Diamant? Ja, dann brauche ich Redstone. Hauptsache ist, dass wir... Was ist das hier draußen? Ach so, viele Bienen. Ja. Zinn und Glas. Haben wir noch Glasscheiben? Jep. So. Dann brauche ich zwei Eimer Wasser. Kommst du denn auch mal her? Dann will ich das auch mal erklären. Nein, ich komme nicht her. Kacke. Die Festplatten füllen sich gerade extrem mit, Dings. 390 Buckets of Gold, 494 Lead. Ich hoffe, dass die leerer werden. Wir haben keine Coffee Bean. Wir müssen sieben. Bitte was? Wir haben keine Kaffeebohnen. Ich meine eigentlich eher die Tatsache, dass du gesagt hast mit sieben. Ja, sieben. Sieben mal sieben ist... Wolf, Feiner Wolf. Sand. Ha. So. Naja, ich weiß nicht, was. Also man kann alles sieben, nicht nur Sand. Der war jetzt schlecht. Aber war. Wir wissen beide, dass du das damit meintest. Genau, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Einfach hoch durch die Gegend, ey. Ich hoffe, dass die Anzahl an Maschinen reicht. So, da müssen jetzt zwei Buckets Wasser rein. Nein, das war Molten Lead. Das wollte ich nicht haben. Ich wollte Molten Wasser haben. So, kommst du mal her? Bin noch da. Und zwar, ich hoffe, ich kriege das Rezept jetzt wirklich so aus dem Kopf hin. Irgendwie habe ich das blöde Gefühl, ich kriege es nicht aus dem Kopf hin. Was hast du denn? Nein, ein Bierleiser. Wie sieht denn der hier aus? Weiß ich nicht. Eliser. Da, Bierleiser. Ach, okay, komplett falsch. Glasscheiben in der Mitte. Zentrum. Ernsthaft, ich habe keine Karotte mitgenommen, ernsthaft? Ja, also er arbeitet jetzt hoffentlich. Sieht man jetzt nur nichts wegen dem Texture Pack wahrscheinlich. Hoffe ich einfach mal. Braucht er noch mehr Wasser? Der braucht 2000 Wasser. Ich habe ihm 2000 Wasser gegeben. Hä? Warum arbeitet er denn jetzt nicht? Hat keine Lust auf dich. Ach, der hat keinen Strom. Nee, okay. Ist fast das gleiche, oder wie? So nach dem Motto. Danke. Nee, also der Carpenter verbraucht leider dauerhaft Strom, da die Conduits, die Energy Conduits können zwar von RF nach MJ umwandeln, aber machen es dauerhaft. Das heißt, wir werden diese Maschine definitiv nicht die ganze Zeit hier stehen haben. Aber dafür gleich ein paar andere Maschinen, die immens viel Strom fressen. Und wenn ich sage immens viel, dann meine ich auch immens viel. So. Einzige Problem ist... Scheiße, wir können gar keine Bienen züchten. Wir brauchen erstmal Koms. Oder Honey. Haben wir Honey zufällig? Nein. Mama. Gut, das heißt, ich darf jetzt von Anfang an alles machen. Yay.
Oder ich mache mal einfach die Alternative. Ich mache einfach alle Upgrades einmal durch und probiere alle einmal aus. Haben wir irgendwo Silk Touch auf irgendwelchen Werkzeugen? Das weiß ich nicht. Ja, ja. Ich brauche nämlich einmal kurz zwei Dirtblöcke. Zwei Grasblöcke. Was denn? Salat. So, hast du eigentlich mittlerweile dein Schwert gemacht? Ich hab gesagt, du sollst es mir machen. Hä, warum ich denn jetzt? Weil du auch mal was machen sollst für mich. Hä? Weil ich für dich. Wieso? Ja. Du hast es jetzt schon ein paar Mal gemacht und weißt einwandfrei, wie es geht. Ich weiß es auch. Ja, aber warum soll ich es denn jetzt auf meinem machen? Für mich. Wer ist Salat nochmal auf Englisch? Mich. Bitte? Salat auf Englisch. Salad? Vielleicht? Nein, ich meinte das Salat, unsere Salat. Hä? Passt schon. Das, was wir anbauen, diesen keine Ahnung was. Letcher. Letcher. Oder Lettusse. Hast du gleich Olletusse gesagt? Ja, definitiv habe ich das gesagt. Ich wiederhole, ich schaue mir das gleich nochmal an, das hat sich echt angehört wie Olletusse. Ja, du bist auch eine Olletusse. Frau. Käsekuchen bitte. Endcode, jetzt so, das ist richtig. So. Hier? So. Gehört ihr den Plains? Ja, ich weiß, kein Strom. Ja, ich weiß, es ist Nacht. Was? No Error? Cool. Gold. Gut. Das heißt, die läuft jetzt schon mal. Das heißt, ich kann jetzt schön mit dem ganzen anderen Kram anfangen. Ich hab da auch so eine Lust drauf. So, Gendistry. Das heißt, wir brauchen einmal den Mutagen Producer. Der auch überhaupt nicht nervig zu craften ist. So, ein Mutagen-Tank. So, der Mutagen-Producer, dann brauchen wir einen Mutatron. Wo wir so gut wie gar nichts von haben. Der? Ach so, mit dem Lemon Juice. Ich geh mal mit Juice. Snowball. Toll, ich muss eine Schneebälle herstellen. Haben wir Schneebälle? Woher soll ich das wissen? Snowball, du bist am Business-Team. Und nun? Achso, ich sollte für dich nachgucken. Ja, 8 Stück haben wir. Hab ich. Wir brauchen mehr. Muss welche herstellen. Dann baue die Maschine auf. Die ist oben. Dann lass sie laufen. Oder? Braucht dann noch kontinuierlich Wasser. Dann machen ME-Import daran. Nein, mach du was. Mach du was? Ist das gerade dein mach Ernst? Mach du es! Ich was? Oh Mann, ey. Ist ja nicht so, als ob ich jetzt gerade mit den Bienen anfange oder so. Ja, eben, siehst du, ist halt nicht so. Siehst du? Frau. Was anderes kann man bei dir echt nicht mehr sagen. Ja, was anderes geht doch nicht. Hm. Bin einfach viel zu perfekt. Kein Kommentar. So, ich hoffe echt, dass die beiden Maschinen... Dafür für dich kein Kommentar. Ja, die beiden Maschinen reichen zum Züchten. So, Fluiduct. Geht nicht. Verdammt. Eine Servo. Ein Exportbus. Ja, das war's. So. Ah ja, übrigens, schade, Jenny. Schade. Ja, Tobi. Habe ich dir schon erwähnt, dass die Maschinen 5 Millionen F benötigen? Habe ich schon mal erwähnt, dass es mich nicht interessiert? Warum nicht? Interessiert dich das Bienenzüchten nicht? Hey, warte, 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 wieso greifst du mich an, du Scheißding?
So, da gab's also wir können Tobi, Redstone oder Glowstone da reinpacken. 125 Redstone und 106.000 Glowstone. Nehmen wir aber mal einen Stack Redstone-Blöcke. Das sind Viecher da draußen. Ach, echt? Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen... Dann brauchen wir noch Genetic Labware. Flamm auch nicht? Hm? Ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden. Ich suche gerade so, wie es aus. Stromberries, Steinfrucht oder. Fire, Orange, Melon. Weißt du, was ich mache? Melon. Beste. So, es funktioniert. Also, es wurde noch nicht ein einziger Diamanthammer verbraucht. Alter, wir noch viel Ohr sind. Ich helfe mal kurz dem System nach. Na hopp, 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 Reiter, wenn der fällt, dann schreit er. Ich verkneif mir jetzt den Kommentar. Ich auch sagen kann, Hopper bereiter, wenn sie fällt, da schreit er. Genau das meinte ich. So, das heißt, wir brauchen. Nehmen wir einfach mal. Forest und. Meadows. So, kommst du denn bitte jetzt mal eben her? Weil jetzt will ich es mal ihm erklären. Ja, warte. One minute, please. One minute. Du kriegst 2 Sekunden. Okay. Endcode. Jetzt habe ich Deluxe Burger gemacht. So, kommst dann bitte mal hoch. Er ist schon oben. Also ich bin schon oben. Nein, bist du nicht. Ja. So, die Hives, die haben wir aus Questbüchern rausbekommen. Die kann man auch noch anders bekommen, sobald ich die Quests aktiv verfolge, zeige ich das auch. Wenn ich jetzt einen Scoop nehme und das Ding zerhaue, kommen da Bienen raus. Oh, hab ich nicht gewusst. Ich hau dich gleich. So, und mit den Bienen kann ich jetzt... Ah, verdammt, das ist ein Ignoble String. Gut, ich muss nochmal weitersuchen, weil Ignoble String will ich nicht haben. Auf jeden Fall, was ich jetzt sagen wollte, genau. Die Ignoble String, das ist im Endeffekt ein instabiler Strang. Und wir brauchen den Pristine String, heißt der. Den brauchen wir. Das ist halt ein stabiler Strang. Bei den instabilen Strang kann es halt sein, dass die zwischendurch mal sterben. Und das ist halt mehr als nur ein bisschen nervig, wenn man die ganze Zeit irgendwie die Bienen neu züchten muss. Oh, der Scoop ist schon kaputt. Wollte ich gerade sagen, irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Ja, der Scoop hält schon gar nichts mehr aus. Aber was hast du eigentlich jetzt in Real Life Hunger? Pizza. Pizza? Ja. So. Da, genau, jetzt haben wir nämlich Prestige String. Und ich Frage, kann man anstatt die Produkte reinzulegen, kann man auch die Festplatten nehmen, die bereits, wo zum Beispiel Salz drin ist und sich reinziehen ins Crafting-Menü und damit weiter craften? Hä? Du weißt, da unten ist der Encoder. Ja. Und der Coder, genau. Und ich habe zum Beispiel bereits Salz machen lassen als Festplatte, weißt du? Ja. Endprodukt Salz. So. Muss ich immer dieses Produkt im Inventar haben und reinziehen oder kann ich auch die vorhandenen Festplatten dafür verwenden? Musst du im Inventar haben. Fuck. 5, 6, 7, 8. Nehmen wir einfach erstmal 8 Stück. Beziehungsweise 7 crafte ich jetzt. Den 8.
Oh. Gut, ich crafte 8. Dann brauchen wir 8 Automation Upgrades. Oh, die gehen sogar. 8 Stück. Dann. Ja, nehmen wir einfach mal Light Upgrades, ist egal. Davon brauchen wir auch 8 Stück. Dann. Was brauche ich noch? Jeez. So. Jetzt ist nämlich das Problem. Entweder kann ich mich noch intensiver damit beschäftigen. Oder. Ich probiere es erstmal so und habe endlos viele Tesserakte hier rumstehen. Mit den jeweiligen Bienenhives daneben. Wobei die Tesserakte kann ich ja einfach da drunter stellen, dann ist es ja egal. Ah, Mann, ich drücke die ganze Zeit F7. So, das heißt, ich brauche... Oh, wir haben keine Festplatten mehr zum Encoden. Mach die neue. Wie? Craften. Was? Oh, wie heißen die Viecher? Pattern Encoder. So. Okay, das dauert scheinbar eine ganze Zeit jetzt. Ich hau die Bienen jetzt einfach erstmal. Encoder gibt's. Ich kann Festplatte. Hä? Ach, Pattern heißen die einfach. Mensch. Danke, ich habe nämlich nach Pattern Encoder geguckt. Ach, der Pattern Encoder ist das andere Ding. Der ist so gesehen encoded. So, jetzt brauche ich einen Squeezer. So, aus dem... Nein, das war falsch. Eine Zentrifuge brauche ich. Ich verwechsel die beiden immer. Habe ich in Dings auch verwechselt. Tech Company? Ja. Nee, nicht Tech Company auch, aber auch in Direwolf. So, und zwar so. Die Zentrifuge zentrifugiert die Comps, die wir halt aus dem Bienenprodukt rauskriegen. Und da kommen wir jetzt Honey raus. Und mit Hilfe des Honeys kann ich die Bienen analysieren. Und weiß das Ding. Wo steht das nochmal? Hä? Hey. Ach da, genau. Climate ist halt normal. Das heißt, es muss im besten Fall einfach im Plains-Biom rein. So, also ich mache das jetzt wirklich, dass ich einfach die Tesseract irgendwo random hinstelle, wo halt gerade das richtige Biom ist. Okay. Nur so nebenbei. Warte mal, waren hier nicht Plains? Ja. Brauche ich hier nicht mal ein Tesseract für. So, Automation Upgrade, Light Upgrade. So. Dann werde ich jetzt nochmal gucken, ob die mittlerweile einmal durchgelaufen ist. Okay. die Biene hat jetzt gerade 11 Honeycomb produziert. 3 Pollen und ein Tinted Comb in der kurzen Zeit. Gut. Das ist wirklich gut. So, aber ich würde gerne jetzt nochmal Lifespan Upgrades haben. Was brauche ich dafür? Ach, Glas. Okay. 4 Stück Maximum, okay. Ah, ich habe keine Golden Nuggets mehr. Ich werde jetzt mein ganzes Inhalt einfach mal jetzt im System schmeißen. Kannst gern machen, mach ich auch die ganze Zeit. Meine Stimme versagt irgendwie gerade ganz schön, habe ich das Gefühl. Hier für dich. Was denn? Eine Pizza. The Surprise! Danke. Jetzt habe ich noch mehr Hunger auf Pizza. Das war jetzt nicht meine Absicht. So, jetzt müssen wir einmal warten, bis die Kammern-Ding durchgelaufen ist. Also für die Leute, die es wirklich Bienen interessiert, guckt es einfach bei mir. Jenny interessiert es nicht. Ja, ich wollte gerade eine Pizza machen. Ich wollte so nett zu dir sein. Danke dir. Eine Pizza. So, wir haben jetzt 2 Tinted Comms. Und mein Arsch tut weh. Tut mir leid, ich muss mich an. Oh, wir sind bei 20 Minuten. Ach echt? Wenn wir vorher bei 14 Minuten waren?
Ja gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Guckt auch nächstes Mal vorbei. Guckt bei Jenny vorbei. Gebt einen Kommentar ab. Und eine Bewertung. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.